can't seriously believe these rumors of a witch living in the bayou, can you? No doubt there's nothing there but an old, abandoned and empty house. Sie glauben doch diese Gerüchte, dass eine Hexe im Bayou lebt, nicht wirklich. Dort befindet sich vermutlich nichts außer ein altes, verlassenes, leeres Haus. Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Arkham Horrors. Ranken der Hexerei. Drei Charaktere. Ich mal eins, zwei und drei. Dieses berüchtigte Hexenhaus liegt irgendwo im Bayout. Anscheinend begleitete die Algardi-Herde Professor Tillinghast aus unbekannten Gründen dorthin. Es liegt daher nahe, dass sie in dieser alten Villa entdecken können, was sie von ihr wollten. Was haben wir denn hier für Fähigkeiten? Ich habe keine großen Kampffähigkeiten. Das ist schon ein bisschen mehr. Warte mal jetzt. Ich muss mal gucken, was die können überhaupt. Der ist Fernkampf durchschnittlich, genau wie Magie. Auch überall durchschnittlich. Magie schwach, okay. Ich sehe, dass ich gerade gar nicht so viele Kugeln mehr habe, ne? Stimmt, die anderen beiden Bücher sind geschrottet worden, I remember. Mal Körperschutz, gehen wir den mal noch mit. Bandagen habe ich auch nicht mehr viel, aber ich habe hier ein paar Kräuter. Nehmen wir das mit und die Bandagen, würde ich sagen. Ich schätze mal, ich finde ein paar Sachen schon noch im Fall. Ich glaube, so kann man das lassen. Beziehungsweise habe ich nur 8 Kugeln, dann sollte ich da vielleicht nochmal ein Messer mitnehmen. Oder das Ding. Ich glaube, das sollte so jut sein. Szenario starten. Machen wir mal. Dun, 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 dun. Was tun? What are you doing? There's nothing of interest between these dilapidated walls, I assure you. Well, it certainly has the right atmosphere for a so-called witch house. This place is horrible in every way. What's that monstrous smell? Es mag ja für ein sogenanntes Hexenhaus ein ganz schön passende Atmosphäre sein, aber dieser Ort ist in jeder Hinsicht gruselig. Und was ist das für ein übler Geruch? We still don't know what this place has to do with Professor Tillinghast. Wir wissen noch immer nicht, was die Sorte mit Professor Tillinghast zu tun hat. Und weiter geht's. Vielleicht nicht, aber es haben genug Hinweise hierher gedeutet. Und diese Kreaturen erscheinen stets, wenn die Professorin beteiligt ist. Brace yourselves. Something's coming this way. Achtung, da kommt etwas. Muss das sein? Ja, mach einfach so. Sehr gut. Ich glaube, den vorderen hätte ich abschießen können. This place is crawling with monsters. Dieser Ort wimmelt nur von Monstern.
Did you hear that? There's something bigger than those creatures in here. Haben Sie das gehört? Hier drin ist noch etwas Größeres als diese Kreaturen. Whatever it is, the sound is coming from upstairs. If nothing else, we're likely to find more evidence. Even if not, we'll have a chance to exterminate more of these things. Was auch immer es ist, das Geräusch kam von oben. Wir finden dort sicherlich mehr Hinweise oder haben immerhin die Chance, noch mehr von diesen Kreaturen auszulöschen. Oh wei, oh. Was haben wir denn? Ein Tagebuch. Auf dem Tisch liegt ein offenes Notizbuch. Die Seiten vergilben, aber staubfrei. Aber staubfrei, du liest. Sie wird heute Nacht hierher geführt. Stellt sicher, dass alles vorbereitet ist. Sie verweilt bis zur Ankunft des Kometen. Denk dran, die Zeit naht. Wir müssen vorbereitet sein. Das ist doch 1:1 wie das von Tillinghast, das Haus. 100%. Ein Gemälde. Die Malereien an der Wand zeigen Kleinkinder. Im Gegensatz zur restlichen Deko erscheinen sie erst vor kurzem aufgehängt worden zu sein. Da, wo so ein rotes Licht ist, sind immer Gegner, scheinbar. Ui. Ein Bett, das Bett ist staubig, aber sieht doch viel sauberer als der restliche, viel sauberer als das restliche Haus aus. Hat hier in letzter Zeit jemand geschlafen? Das könnte gut sein. Oh, da haben wir noch was. Ein Schrank. Dieser alte und modrige Schrank ist durch einen Wasserschaden aufgequollen und lässt sich nicht mehr öffnen. Aufbrechen. Ui. Hier gibt es ja doch noch echt viel. Alte Binden, das ist uninteressant. Ein Bücherschrank. Ein sträflicher, vernachlässiger, morscher Bücherschrank. Es wird einige Zeit in Anspruch nehmen, aber du könntest hier noch etwas Nützliches finden. Bevor ich weitergehe, sollte ich mir vielleicht ansehen, was für Bücher auf diesem Regal stehen. Titel lesen. Als du hineinsiehst, erblickst du einen womöglich nützlichen Gegenstand. Buch der Bändigung. Das ist auch extremst nice. Dann sehe ich Bändigung eher. Versperrte Tür. Die Tür am Ende des Flurs wurde von dieser Seite aus verbarrikadiert. Durch das Schlüsselloch siehst du eine Halle, die zu einer anderen... längst aufgegebenen Teil der Villa führt jetzt. Eine Tür. Es scheint, als würde diese Tür zu einem kleinen Raum führen, doch sie ist verschlossen. Der alte Tisch ist ausgeblichen und wurde offensichtlich lange schon nicht mehr verwendet. Dennoch erblickst du darauf einen interessanten Gegenstand. Okay. Eine Stühle. Eine bis zum Rand mit schmutzigem, verkrustetem Geschirr gefüllten Spüle. Alleine der Anblick dreht ihr den Magen um. Den Raum kenne ich auch schon aus der Villa. Von der Herde. Eine große Truhe. Eine verkratzte alte Holztruhe. Sie ist fest verschlossen.
noch mehr. Auch schon alle fast kaputt, aber die sind halt auch immer noch gut eigentlich. Wofür steht denn das A eigentlich? Eigentlich lieber noch eine Munitionskarte. Jo, sieht genauso aus. Ein Tisch, der alte, ausgeblichene Tisch ist mit Gerümpel bedeckt. Wenn du ihn durchsuchst, findest du womöglich einen nützlichen Gegenstand durchsehen. Spektraler Hinterhalt. Geisterklauen zerreißen sie von innen. Hohe physischen Schaden erhalten. Okay. Überfliegen auch nicht. Verschieben. Eine Sammlung alter Gläser erinnert dich an die Marmelade, die du als Kind genossen hast. Du kannst das geliebte Aroma beinahe riechen und eine Welle von Nostalgie umfliegt dich. Geh mal hier rein. Ein bisschen PvP. Sobald ich gegen die kämpfe, verliere ich instant Schaden. Das ist ein bisschen blöder. The hole in the wall seems to lead outside. Dieses Loch in der Wand führt nach draußen. Could the creatures be getting in this way? Kann es sein, dass die Kreaturen dadurch eindringen? Probably so. We should find a way to close the hole. Wahrscheinlich. Wir sollten eine Möglichkeit finden, das Loch zu versperren. There must be a hammer and nail somewhere in here. Hier muss es irgendwo Hammer und Nägel geben. Da brauchst du aber trotzdem noch Bretter. Bandage. Reicht nicht, wenn man den Schrank davor schiebt? Ein Gemälde von Nicolas Poses. Darauf kämpfen zwei geflügelte, pausbackige Kinder, während sie auf Ziegen reiten. Du hast Werke dieses Künstlers schon mal gesehen, aber außerhalb eines Museums wirken sie irgendwie fehl am Platz. Ein Loch in der Wand führt nach draußen, den Spuren im Staub nach muss die Kreatur so hineingelangt sein. Mit den richtigen Werkzeugen könntest du das Loch verschließen. Ah ja, haben wir gefunden. Reicht mir das? Ne, ich brauche scheinbar auch noch die Nägel. Ein Spiegel. Jemand hat diesen Spiegel mit einem einzelnen senkrechten Schlag zerschmettert. Tausende winzige Reflexionen erwidern deinen Blick. Sie alle sehen erschöpft aus. Platz da. What an eerie coincidence. This looks just like Professor Tillinghast's nursery. Was für ein schauriger Zufall, das sieht genau wie Professor Tillinghast's Kinderstube aus. Ein Mobile hängt über dem Bett. Bei jedem Windhauch tanzen die Ziegen und ein Sternschnuppe umeinander. Es erinnert dich an die Herde. Und das weißt
Was ist denn gerade los? Es erinnert dich an die Herde und du weißt genau, dass du etwas schon mal einmal gesehen hast. Ein Gemälde. Unter dem Staub entdeckst du eine Kinderzeichnung. Die Eltern müssen es voller Stolz aufgehängt haben, nachdem es ihnen geschenkt wurde. Der Gedanke wärmt dein Herz. Oh, nice. Die halten wir im Hinterkopf. Ein Gemälde, ein altes Gemälde, das derart von Staub bedeckt ist, dass daraus ein neues Bild entstanden ist. Vielleicht hast du soeben einen neuen Kunststil entdeckt. Staubmalerei. Hände hoch, ihr Bestien. Oh, der ist vor mir dran. Sehr gut. Die kritten voll rein, das ist richtig krass. Noch so ein Ding. Ein Tisch. Der Tisch ist in zwei Hälften gebrochen, genau in der Mitte. Du siehst nichts, was diesen Schaden verursacht haben könnte. Aber es muss jemand sehr Starkes oder eine sehr schwache, schwerer Fall. Aber es muss jemand sehr Starkes oder ein sehr schwerer fallender Gegenstand gewesen sein. Was mag hier passiert sein? Der alte Tisch ist ausgeblichen, haben wir schon. Seltsame Pilze. Gewaltige Baumpilze wuchsen in großen braunen Rillen die Wände hinauf. Ihre Größe nach zu urteilen, wachsen sie hier bereits seit sehr, sehr langer Zeit. Das kann doch nicht gesund sein. Ein Schrank. Vermutlich findest du etwas abscheulich in diesem schmutzigen alten Schrank, aber du könntest auch einen Hinweis finden. Eine genaue Betrachtung könnte mir mehr bringen. Untersuchen. Die sind alle fast tot. Warum haben die denn so viel Schaden kassiert? Ich sehe es gerade. Warum haben die so viel Schaden kassiert? Oder ist das alles noch von der vorherigen Runde? Na, strange. Ich habe jetzt keine Bretter gefunden, oder sind die irgendwo hier? Keine Bretter. Ich kann auch mal hier links gehen, weil vielleicht sind jetzt noch Sachen aufgeploppt nach. Nope. Das ist also die verschlossene Tür. I remember. Na, dann wollen wir nach oben. Who would draw a door on the wall? Wer würde eine
Tür auf die Wand malen. Do you hear that? This is not merely a wall, but a door, however crudely drawn it might seem to us. Hören Sie das? Das ist nicht nur eine Wand, sondern auch eine Tür, so krude gezeichnet sie auch erscheinen mag. There's a note here. I've sealed my experiment inside. If you need to reach the office, take the other passage. W. Hier befindet sich ein Zettel. Ich habe mein Experiment im Inneren eingesperrt. Wenn du das Büro betreten möchtest, nimm den anderen Weg. W. W. For which? W wie Widerling? Was ist das für eine Übersetzung? Das ist Hexe. Oh, okay. There's a key on the note. I bet it unlocks that second passage. Da ist ein Schlüssel an dem Zettel. Ich wette, er schließt diesen anderen Weg auf. Let's hope that office holds some answers. Hoffen wir, dass das Büro Antworten liefert. Auf einem Zettel an der Tür steht: Ich habe mein Experiment im Inneren eingesperrt. Wenn du das Büro betreten möchtest, nimm den anderen Weg. Ein Gemälde. Ironischerweise stellt das Gemälde in diesem gefluteten Raum eine große Flut dar. Alte Bandagen. Abgedecktes Möbel. Ein staubiges weißes Tuch verdeckt hier ein Möbel. Du wirfst einen Blick darunter und entdeckst etwas Interessantes. Vielleicht kann ich etwas ertasten. Anfassen. Nice, das brauche ich nicht. Hello, Sir. Ist hier jemand? Weil die sind alle vor mir. Warum soll das denn? Gut, und jetzt kannst du noch. So, du bist geblendet, ne? Toll gemacht. Hast du sehr gut gemacht, alter Mann. Sind schon alle fast hinüber verwenden. Die sind halt schon wirklich. Wieso, wo kriegen die denn so viel Schaden her? Hier ist noch so ein komisches Loch. Oh. Ein Schrank. Im Inneren dieses alten Schrankes befindet sich jede Menge Spinnenweben und noch ein weiterer Gegenstand. Buch der Qualen. Das hat wenigstens komplett neu. Ein Haufen Schrott, Trümmer liegen auf dem Boden verstreut. Ein Ast ist durch die Wand gebrochen und hat Ziegel und Dreck im Raum verstreut. Die Tür zu jenem anderen Raum ist blockiert. Das ist noch ein Sofa. Sehr gut, Sofa. Das alte Sofa sieht komfortabel aus. Und es ist offensichtlich sauberer als der Rest des Hauses. Jemand muss es geliebt haben.
hat hier gesessen und einen Augenblick lang dem Problem des Lebens zu entfliehen. Du würdest dich hier auch gerne erholen.